Immer am ersten öffentlichen Tag des Salons hat sich vieles geändert. Über die letzte Nacht ist noch mal einiges umgebaut worden und da auf dem Skoda-Stand regt ein herrscher Betrieb. Neben mir Markenchef, der Herr Kohler. Sind Sie zufrieden soweit mit dem Salon? Ja, sehr. Also der erste Tag, wir sehen es hinter uns, sehr viel Publikum da, bereits grosses Interesse. Der Salon hat eigentlich für uns schon hervorragend angefangen. Und ihr habt ja auch eine wunderbare Neuheit da, der Kodiaq. Wie läuft das mit dem Fahrzeug? Sehr gut, das ist ein Fahrzeug speziell für uns Schweizer. Richtig gemacht, SUV, sehr gefragt auf dem Schweizer Markt. Also das ist ein Fahrzeug, wo wir lange darauf gewartet haben. Also umso mehr sind wir glücklich, dass wir jetzt endlich da haben. Sieht ja wunderbar aus, Interesse, wie es aussieht, ist auch rege vorhanden. Was sind denn so die Vorzüge? Was würden Sie an diesem Fahrzeug wirklich als grossen Trumpf bezeichnen? Kompaktes Fahrzeug auf 4,7 Meter. Optional als 7 Plätze haben, Raum ohne Ende, der grösste Kofferraum in seiner Klasse, also einzigartig für uns. Also wirklich wieder die Argumente, die eigentlich schon immer für Skoda sprechen. Jetzt haben wir da zwei Modelle. Nehmen wir mal an, da ist nicht nur die Farbe der grosse Unterschied, oder? Jawohl, richtig. Also da sehen wir zu unserer Rechten den Kodiaq Scout. Er spricht aus seinen robusten optischen Elementen, die einfach nur mal die Offroad-Eigenschaften ein bisschen deutlicher darstellt. Und Scout ist natürlich schon mal sehr gut, weil wir sind ja auch bei der Autoscout und beim anderen Modell. Was haben wir da für tolle Vorzüge? Da gehen wir genau in die andere Richtung. Das ist eher die sportliche Note. Der Kodiaq Sportline, der mit seinen sportlichen schwarzen Designelement die sportliche Note von dem Fahrzeug auch rausstreicht. Also vielseitig, für jeden Kunden das Richtige im Angebot. Und wenn wir da von sportlich reden, ich als Motorsportler, ist das so sportlich, dass ich da auch Freude habe daran? Ich hoffe schwer. Also momentan haben wir mit 190 Diesel PS haben wir sehr einen guten Motor, der vernünftig ist und doch aber auch eine sportliche Note zum Ausdruck kommt. Vernunft ist ja nicht meine grosse Stärke, aber ich sage mal, trotz allem, an diesem Auto werde auch ich Freude haben, wenn ich unterwegs bin. Ich kann alles Gepäck hineinrühren, ich komme wunderbar nach Genf und wieder heim. Insofern sind wir gespannt, wenn wir das Auto im Verkehr sehen. Danke vielmals. Danke auch.